Es gab jetzt eine längere Zeit keine Videos mehr von mir. Der Hauptgrund war eigentlich der, dass mein Audioport bei meinem Laptop kaputt gegangen ist und ich dadurch keine Audiodateien mehr auf meine Videos drauf sprechen konnte. Zudem kam halt auch fehlende Motivation, fehlende Zeit. Motivation habe ich jetzt bekommen. Muss ich mich auch gleich bei Jesse bedanken dafür, dass ich Motivation gekriegt habe. Werde ich auch unten nochmal in den Kommentaren machen. Wenn euch hier auf jeden Fall das Video gefällt und auch die nächsten paar Videos gefallen, könnt ihr auch unten euch bei Jesse bedanken und auch gerne andere Merksätze von euch posten oder zum Beispiel auch Verbesserungsvorschläge oder Videowünsche. Werde euch dann auch in den Videos nennen, so wie jetzt bei der Jessie. Ich werde jetzt auf jeden Fall mehrere Videos produzieren. Auf jeden Fall wieder hier dieses Merksatzvideo, was ich entweder als Einteiler mache, also als einziges Video, als langes Video oder halt zwei Teile draus machen. Es wird dann noch ein Video über die Waffenhandhabung geben. Kurzwaffe, Langwaffe, vielleicht auch Jagdhunde, Jagdbrauchtum, je nachdem, wie groß dann die Motivation ist. Auf jeden Fall mache ich jetzt auf jeden Fall dieses erste Merksatzvideo, das jetzt erstmal um die Enten gehen wird. Wie unterscheide ich die verschiedenen Entenarten? Wie kann ich mir merken, welche Ente zu welcher Gruppe gehört? Danach wird es ein Video über ein bisschen Jagdliches geht, also ein bisschen tiefer gehend. Aufgrund dessen, dass es halt Merksätze sind, sind sie alle ziemlich kurz gefasst und dann hat man halt als Otto-Normalverbraucher hier kann man nicht wirklich was mit anfangen. Zum Beispiel Schrotgröße 2,5 mm ist für Schnepfe bis Kaninchen geeignet, 3 mm von Kaninchen bis Fuchs. Das sind so Sachen, die so den Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht interessieren. Setzzeiten, Fortpflanzungszeiten oder auch die Zahnformeln für die einzelnen Tiere. Das sind halt so Sachen, die nicht so interessant sind. Deswegen werde ich erstmal jetzt hier dieses Entenvideo machen. Und das ist auf jeden Fall auch für den Otto-Normalverbraucher interessant. Gut, fangen wir gleich mal mit den Merksätzen für die Enten an. Die Enten kann man in zwei Gruppen unterteilen. Für die Jägerprüfung muss man auf jeden Fall jede Ente beim Namen kennen, jede Ente beim Aussehen kennen und muss jede Ente in einen von diesen beiden Gruppen unterteilen können. Es gibt zwei verschiedene Gruppen, die Schwimmenten und die Tauchenten. In der Gruppe der Schwimmenten ist die Krick, Schnatter, Stock, Spieß, Pfeif, Brand, Löffel, Kneck. Und bei der Gruppe der Tauchenten haben wir die Reiher, Eis, Berg, Samt, Tafel, Moor, Trauer, Schell, Eider und Kolbenente. Die Schwimmenten kann man eigentlich so definieren, dass sie hauptsächlich oder häufig an Land sind und eher im Flachwasser sich aufhalten und nur bei Gefahr tauchen. Sie gründeln hauptsächlich in Flachgewässer, also gehen dort auf Nahrungssuche. Merkmal von den Schwimmenten ist der, dass sie, wenn sie im Wasser sitzen und versuchen, hochzufliegen, aufzufliegen, also zu starten, brauchen sie keinen Anlauf, also können sofort fliegen, während die Tauchenten halt ein bisschen Anlauf brauchen. Schwimmenten sind auch vom Aussehen her, ja, Stoßfedern gehen so Richtung Himmel, also die hinteren Federn sind so Richtung Himmel geneigt. Bei den Tauchenten, die kann man eigentlich so beschreiben, dass sie kaum an Land sind, eher im Tiefwasser sich aufhalten, zur Nahrungssuche tauchen. Wie gesagt, wenn sie starten wollen, wenn sie fliegen wollen, brauchen sie Anlauf, also watscheln so ein bisschen über die Wasseroberfläche und die hinteren Stoßfedern oder der hintere Bereich ist halt ein bisschen abgesenkt, abgeflacht, also tiefer gelegt und richtet sich mehr so gegen Wasseroberfläche. Man kann gleich mal auf die Schwimmenten eingehen. Also wie gesagt, Krick, Schnatter, Stock, Spieß, Pfeif, Brand, Löffel, Kneck. Ich habe mir diesen Merksatz hier gemerkt. Die Krickent schnattert auf der Wies mit einem Stock und einem Spieß. Ich pfeife drauf und habe Brand und löffle Kneckwurst aus der Hand. Das ist der Merksatz, den ich mir gemerkt habe. Da man sowieso alle Enten auswendig lernen muss, hat man hier den Vorteil, dass man sich eigentlich nur einen Merksatz merken muss. Wenn man jetzt zum Beispiel die Eisente hört, die ist in diesem Merksatz nicht mit enthalten und dementsprechend kann man einfach durch Ausschlussverfahren daraus schließen, dass die Eisente eine Tauchente ist. Es gibt noch einen zweiten Merksatz, der sich allerdings nicht reimt. Da haben wir zum Beispiel diesen hier. Ich löffle eine Suppe und spieße die Fleischstücke auf. Ich schnattere mit meinem Sitznachbarn, als ich auf einmal ein Pfeifen höre. Es knackt und mein Krückstock zerbricht. Hier ist eher was Bildliches, kann man sich gerne merken. Ich habe mir den ersten gemerkt, weil er sich reimt und dadurch besser zu merken geht. Im Rot unterstrichen sind natürlich oder in den Rot eingefärbten sind natürlich dann die Namen von den jeweiligen Enten. Kann man auch gleich zu den Tauchenten-Merksatz gehen. Der Tauchenten-Merksatz ist folgender. Der Reiher über den Eisberg flutscht, samt Tafel er ins Moor reinrutscht. Voll Trauer schellen dann die Eider und schieben ihre Kolben weiter. Auch ein guter reimender Merksatz, den man sich merken kann. Ich habe mir, wie gesagt, nur einen gemerkt.
Da man sich genug Zeug merken muss. Die Namen an sich sind jetzt nicht das Problem, sich auswendig zu lernen. Ist einfach pures auswendig lernen. Ich fand die Enten eigentlich vor der Jagdschule am schwersten, da ich überhaupt nichts mit Enten anfangen konnte. Mir schon schwer genug fand, die Tauchenten und die Schwimmenten zu unterscheiden. Und dann kommt halt noch dazu, dass man die ganzen Tiere vom Aussehen her unterscheiden muss, was nicht unbedingt leicht ist für jemanden, der noch nie was mit Enten zu tun hat. Aber sobald man die ersten paar Eselsbrücken gekriegt hat, sind die Enten eigentlich mit das Einfachste, was man lernen kann während der Jägerprüfung. Gut, ich fange jetzt einfach mal mit den Aussehen an. Also man muss für die Jägerprüfung auf jeden Fall nur die Erpel auswendig lernen. Das weibliche Tier heißt Ente, also von den Namen her jetzt nicht sehr schwer. Ich habe jetzt einfach mal die Ente genommen, die man am, ja, die wohl am bekanntesten ist. Also wenn ich an Ente denke, dann denke ich hier an diese Ente. Und zwar ist das die Stockente. Grüner Kopf, gelber Schnabel, brauner Hals. An diese Ente denke ich eigentlich, wenn ich an Enten denke. Ist auch die häufigste Schwimmente, also am meisten vertreten. Hier die Stockente und die nächsten drei Enten, da werden die Merksätze nicht sonderlich gut, also die Eselsbrücken. Die danach werden auf jeden Fall besser als die nächsten drei, aber ich fange jetzt einfach mal an. Da haben hier die Ente. Auffällig ist halt der braune Kopf, der grüne Streifen und das braune Auge. Diese Ente und die nächste Ente sehen ungefähr gleich aus und haben ungefähr den gleichen Namen. Bei dieser Ente habe ich mir das folgendermaßen gemerkt: Die hat einen grünen Strich, also einen grünen Streifen am Auge. Grün, Krien. Die Ente hier heißt Krick-Ente. Krick und Krien reimen sich ein bisschen. Ihr müsst einfach wissen: Umso beschissener euch der Merksatz ist, umso besser könnt ihr euch das Ganze merken. Krick, Krien, ein grüner Streifen ist grün. Krien, Krick-Ente. So habe ich es mir gemerkt, denn aus folgendem Grund: Die nächste Ente ist diese hier, hat wie die Krickente diesen Streifen auf dem Kopf. Das haben nur diese beiden Enten, nur dieser Streifen ist nicht grün. So, der Streifen ist weiß, die Ente heißt Kneckente. Sind beide mit K, sind die einzigsten, obwohl es gibt noch eine mit K, auf jeden Fall heißt die eine Krick, diese hier heißt Kneck. Die Kneckente hat keinen weißen Streifen, also habe ich es mir so gemerkt, weißer Streifen oder ein Streifen im Gesicht, der nicht grün ist, ist die Kneckente und wenn er grün ist, dann ist es die Krickente. Grün, Krien, Krick. Das war meine Eselsbrücke. Hört sich bescheuert an, ist es auch. So habe ich mir auf jeden Fall das in der Jägerprüfung vorgestellt. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, auf jeden Fall unten rein posten. Denn mit den nächsten, also diese vier Enten insgesamt, da war ich komplett planlos. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Schnatterente, die habe ich mir einfach so gemerkt, dass ich alle anderen Enten auswendig kann. Und die Ente, die ich halt nicht erkannt habe, war einfach die Schnatterente. Das Problem ist nämlich jetzt ganz einfach, ihr lernt diese Bilder hier auswendig und ihr lernt dann daran, die Enten zu erkennen. Während der Jägerprüfung kriegt ihr dann aber ein ausgestopftes Tier vorgelegt oder ein viel schlechteres Foto. Und ich habe es mir einfach an besonderen Merkmalen gemerkt. Und diese Ente hier, die Schnatterente, hat jetzt für mich keinen großen besonderen Merkmal. Deswegen ist, wenn ich keine Ahnung hatte, was für eine Ente es war, war es für mich immer die Schnatterente. Es werden auch, glaube ich, nur zwei Enten gezeigt. Also dementsprechend ist es jetzt nicht so schlimm. Jetzt werden die Eselsbrücken ein bisschen besser. Haben wir jetzt hier diese Ente. Vorne haben wir, also hinten haben wir den Erpel, vorne haben wir die Ente. Bei dieser Ente ist ganz auffällig der schwarze Kopf und dann dieser weiße Hals mit diesem weißen Strich, der hoch in den schwarzen Kopf reingeht. Das sieht für mich aus wie ein Spieß. Und Gott sei Dank heißt die Ente Spießente. Also habe ich mir die Ente dementsprechend gemerkt, der weiße Spieß geht in den Kopf hinein und deswegen heißt die Ente Spießente. Hier kann man es auch ganz gut mit dem Schwanz nochmal sehen, mit den hinteren Stoßfedern. Die zeigen nach oben Richtung Himmel, also ist es dementsprechend dann eine Schwimmente. Dann haben wir diese Ente hier. Das sieht man jetzt, also ist auf jeden Fall bunt, roter Bauch, grüner Kopf. Was die Ente aber auszeichnet, ist ein breiter Schnabel. Und dieser breite Schnabel sieht für mich aus wie ein Löffel und die Ente heißt Löffelente, also habe ich mir gemerkt, breiter Schnabel sieht aus wie ein Löffel, Löffelente. Dann haben wir diese Ente hier. Da war der Merksatz oder die Eselsbrücke relativ leicht. Die hat vorne diese gelbe Stelle. Habe ich mir als blond vorgestellt. Blonde Haare. Blondinen pfeift man hinterher. Und die Ente heißt Pfeifente. Also habe ich mir gemerkt, blonder Schopf vorne ist eine Blondine. Also der pfeift man hinterher. Pfeifente. Dann haben wir diese Ente hier. Wird auch zum Teil als Gans bezeichnet. Sieht auch aus wie eine Gans. Hat als Merkmal auf jeden Fall diesen roten Schnabel mit dieser roten
dieser roten Blase da oben drauf. Habe ich mir einfach als Brandblase vorgestellt. Die Ente heißt Brandente, also Brandblase im Gesicht ist die Brandente. Dann haben wir diese Ente hier. Habe ich mir zuerst immer den braunen Kopf gemerkt, was aber ein Fehler ist, weil es noch eine Ente mit einem braunen Kopf geht. Also habe ich mir den roten Schnabel gemerkt. Habe ich mir so vorgestellt, der sieht aus wie ein glühend heißer Lötkolben. Die Ente heißt Kolbenente. Lötkolben habe ich mir vorgestellt. Dementsprechend heißt er halt dann Kolbenende, Lötkolben. Da habe ich mir eine kleine Eselsbrücke draus gebastelt. Die nächste Ente kann man sich auf jeden Fall sehr gut merken, wenn man den Reiher kennt. Der Reiher hat hinten auch so ein paar Federn, die hinten abstehen. Das Ganze hier ist die Reiherente und dementsprechend, wenn man den Reiher kennt, kann man zum Glück irgendwie hier auf diese Ente schließen, da sie halt auch Reiherente heißt. Dann haben wir, wie gesagt, die Ente mit dem braunen Kopf, die genauso wie die Kolbenente ist, nur halt keinen roten Schnabel hat. Die habe ich mir so gemerkt, dass das ein schokoladenbrauner Kopf ist. Das Ganze habe ich mir dann gemerkt, Tafelschokolade. Die ganze, also die Ente heißt Tafelente. Also habe ich mir gemerkt, eine Tafel Schokolade, Tafelbrauner Kopf, schokoladenbrauner Kopf, Tafelente. Dann haben wir nochmal eine braune Ente, die ist aber komplett braun, habe ich mir so gemerkt. Das Moor ist braun. Die Ente heißt Moorente. Habe ich mir daraus eine Eselsbrücke gebaut. Was ihr draus macht, bleibt euch überlassen. Dann haben wir diese Ente hier, da musste ich mir einiges zusammenreimen. Wir haben drei Farben, schwarz, weiß und grau. Habe ich mir dann folgendermaßen vorgestellt. Die Ente heißt Bergente. Also habe ich mir folgendes gemacht, wenn ich an den Berg denke, dann denke ich an die weiße Spitze, also die schneebedeckte Spitze, den grauen Felsen und schwarze Höhlen im Felsen oder in dem Berg drin. Also drei Farben, schwarz, weiß, grau, der Berg, die Bergente. Dann haben wir diese Ente hier, die habe ich mir folgendermaßen gemerkt, die hat diesen weißen Fleck vorne dran. Das sieht aus wie eine Türklingel, wie eine Shell-Knopf. Und diese Ente heißt Shell-Ente, also Shell-Knopf, war meine Eselsbrücke, weißer Punkt vorne im Gesicht. Dann haben wir diesen Kameraden hier, sieht auf den ersten Blick komplett anders aus als alle anderen Enten. Und dementsprechend war es für mich eigentlich, brauche ich gar keine Eselsbrücke. Das ist die Eisente. Ist weiß, weiß wie Schnee, weiß wie Eis. Eisente ist eine Meeresente und ist für mich eigentlich durch diese langen Stoßfedern eigentlich einzigartig. Und deswegen konnte ich mir dann diese Ente eigentlich relativ leicht merken. Dann haben wir eine komplett schwarze Ente, hat aber hier einen weißen Augenring, samt weiß. Die Ente heißt Samtente. Das war meine Eselsbrücke, samt weiß. Ja. Dann haben wir die nächste Ente, die Trauerente. Die habe ich mir folgendermaßen vorgestellt, die ist auch komplett schwarz wie die Ente davor. Wenn man in Trauer ist, trägt man schwarz, also auf Beerdigung. Trauerente, komplett schwarzes Fell, komplett schwarzes Gefieder, also Trauer schwarz. Dann haben wir auch schon die letzte Ente, das ist die, habe ich mir so gemerkt, die hat so einen grün-gelblichen Fleck hinten auf dem Nacken. Sieht für mich aus wie Eiter. Die Ente heißt Eiderente. Eselsbrücke. War für mich dadurch da. Und ja, das war auch schon die letzte Ente. Ich werde die anderen Merksets auf jeden Fall in einem neuen Video reinmachen, weil die Lichtbaumarte, Schattenbaumarte, Halbschattenbaumarte, weitgerechte Brüche, Fortpflanzungszeiten, Setzzeiten, Wiederkäuermagen. Das wird jetzt alles ein bisschen zu viel. Und wir wollen ja kein 30-Minuten-Video draus machen. Also, dieser erste Teil ist erstmal der interessantere Teil mit Bildern und der zweite Teil wird dann ein bisschen theoretischer und langweiliger. Aber auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, andere Eselsbrücken habt oder auch Videowünsche, könnt ihr sie auf jeden Fall unten in den Kommentaren posten. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Jesse für die Motivation.